und damit nochmal herzlich willkommen zur Oberpfälzer Heimat, heute aus Marktredwitz. Ups, das gehört doch zu Franken. Ja, wir begehen da einen Fauxpas schon fast, aber die Region wächst ja zusammen. Und was zusammen wächst, gehört auch irgendwie zusammen. Neben mir aber zwei gestandene Oberpfälzer, der Gerd Schönfelder. Der ist bekannt und der Theo Bergauer ist auch bekannt. Er kommt aus Waldhassen. Und ja, Gerd Schönfeld, er hat ja sein Karriereende schon lange angekündigt. Wie fühlt es sich denn jetzt an? Ja, noch gar nicht. Keine Ahnung, also es war ja lange geplant und von dem her nicht überraschend für mich. Ich meine, 20 Jahre, wenn man sowas gemacht hat, dann ist es ja irgendwann, denkt man natürlich darüber nach, wie mache ich das jetzt, wie schaffe ich den Absprung, weil es ist ja schon die Hälfte meines Lebens eigentlich jetzt gewesen und jetzt nochmal die WM in Sestriere, die nochmal sehr, sehr gut gelaufen ist, also war eigentlich der perfekte Abschluss, eigentlich traumhaft, sage ich jetzt schon fast, also ich hätte es mir nicht besser vorstellen können und von dem her bin ich sehr zufrieden und bereue bis jetzt auch überhaupt nicht die Entscheidung, sondern irgendwann ist es halt mal soweit und jetzt war der richtige Zeitpunkt gekommen. Ja, und Kinder sind ja auch da, die müssen ja auch irgendwie versorgt werden. Das gehört ja alles dazu, eine Entscheidung zu fällen, wann, wie lange mache ich noch und so weiter. Und mit Kindern wird es natürlich immer schwieriger, das ganze Pensum aufrechtzuerhalten, sage ich mal, das Trainingspensum, das ist bei uns jetzt auch sehr, sehr professionell geworden und das ist eigentlich, also wenn man seine Kinder noch sehen will, wie sie aufwachsen, dann ist das schwierig zu vereinbaren. Ja, aber trotzdem ist er jetzt dann deutschlandweit unterwegs mit Theo Bergauer. Ihr habt jetzt eine Mission zu erfüllen, die Oberpfälzer in Deutschland unterwegs, das kann man so sagen, und zwar für ja, eine Firma, die hier in Marktredwitz ist, genau. BASF, ja. Gehört als hundertprozentige Tochter vom großen Konzern. Um was geht es denn da genau? Ja, es geht darum, was du schon gesagt hast, dass man nicht bloß in die Oberpfälzer in Franken sich einmal raustrauen, sondern deutschlandweit. Es geht darum, Kunden zu begeistern, und zwar Kunden zu begeistern, emotional zu verkaufen. Denn das Wichtige ist ja, wir sind alle Technikprodukt verliebt. Wir wollen immer Daten dem Kunden um die Ohren hauen. Und hier geht es darum, Geschichten, Erlebnisse zu verkaufen. Und das ist wichtig, Mut zu machen, mal dem Kunden zu verstehen und überhaupt zu wissen, was will er denn? Und dann ihm ein Erlebnis zu verkaufen. Also hier geht es darum, ganz andere Wege zu gehen im Verkauf. Das heißt, ja, das Angebot richtet sich an Handwerker zum Beispiel. Sind da viele Ängste vorhanden? Hast du da schon Kontakt gehabt zu dieser Berufsgruppe gegenüber dem Kunden oder potenziellen Kunden? Gibt es da viele Ängste? Ja, ich stamme ja als Bauingenieur aus der Bauindustrie raus und das ist generell so, dass das alle Handwerker sind, Profis, die Technik beherrschen. Aber der Kunde, das unbekannte Wesen, so heißt auch der Vortrag, den ich dann halten werde auf diesem Event, Projekt. Und da ist es natürlich wichtig, diese Hemmschwellen abzubauen. Und da kann ich mich gut in die Anwender hineinversetzen, denn ich bin im Bau groß geworden und ich weiß, dass ich die da sehr, sehr schwer tun. Mhm. Ja, und dann kommt wieder der Gerd ins Gespräch. Du bist ja mit Theo deutschlandweit dann unterwegs. Welchen Part nimmst du da ein? Also verkaufst du mit diese Emotionalität oder gibst du ein gutes Beispiel, wie es bei dir funktioniert hat? Ja, also von dem her, ich verkaufe jetzt nicht die Dämmmaterialien, sondern wirklich diese Emotionalität. Also ich versuche einfach durch als Beispiel mein Leben, also mit dem Unfall, mit dem, was danach kam, wie die Geschichte sich weiterentwickelt hat, einfach das Ganze mal aus einer anderen Sichtweise zu betrachten und trotzdem die Verbindung zu jedem normalen, ganz jeden Bürger, jeden Handwerker, jeden Menschen herzustellen, dass man einfach versucht, seine Talente, je nachdem, jeder hat andere, zu nutzen und in seinem Bereich natürlich, in dem Bauhandwerk, sage ich mal, ist es ja ähnlich und da gibt es immer Verbindungen aus dem Sport, auch zu dem Handwerker und da versuche ich einfach das mal aus einer anderen Sichtweise ein bisschen zu verbinden und zu übermitteln und einfach ein bisschen, ja, das ein bisschen aufzulockern, sage ich mal. Also mit Emotionen zum Verkaufserfolg, wie schwer war das für dich nach dem Unfall quasi deinen Weg zu finden und sagen, ich bin wer, ich kann was erreichen?
Ja, das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Ich meine, so ein Schicksalsschlag ist natürlich erstmal zu verdauen. Also wenn man ein junger Mensch war, sehr sportlich und dann mit 19 Jahren aufwacht und es fehlt ein Arm und man hat gerade noch einen Daumen übrig eigentlich von der anderen Hand, dann kann man sich halt gar nicht vorstellen, wie das Leben überhaupt weitergehen soll. Also die einfachsten Dinge sind auf einmal weit weg. Also das ist ganz, ganz schwierig. Und dann sind so die kleinen Sachen, die einen dann wieder so nach vorne bringen. Und der Sport war natürlich für mich da enorm wichtig, einfach wieder auch integriert zu sein in die Gemeinschaft, zu zeigen, ich kann noch was leisten. Und ich meine, das war schon immer mein Talent, der Sport. Und von dem her war das auch für mich in dem Fall genau das Richtige, da viel Kraft und viel Leidenschaft zu investieren. Und es ist ja, denke ich, was Gutes rausgekommen dabei. Ganz kurz noch, wann startet die Deutschland-Tournee? Ich glaube, erstmal ein Heimspiel. Genau, Heimspiel, also kurz hier vor der Haustüre. In Wunsiedel starten wir in der Fichtelgebirgshalle am 9. Februar. Und da freuen wir uns schon drauf. Okay, dann wünsche ich euch natürlich viel Erfolg. Ab und zu werden sie oder im größten Teil trotzdem die beiden noch in der Oberpfalz sein. Das war es dann schon in der Oberpfälzer oder soll ich oberfränkischen Heimat sagen? Nein. In der oberfränkischen Heimat. Weiter geht's bei uns im OTV-Magazin. Und da gibt es natürlich weitere wichtige Themen. Für Sie heißt dranbleiben. Gut informiert werden über die Oberpfalz natürlich. Das war's. Servus und machen Sie es gut.